Sie erzählt übrigens die Geschichte ganz anders, ne? Ja, ja, ne? Ja. Mein Name ist Christoph Ober-Erlacher, ich bin CEO von Swiss Life Select in Österreich. Ich möchte eine private Geschichte erzählen heute, nicht vom Unternehmen. Und zwar die Geschichte, wie ich meine Lebenspartnerin kennengelernt habe. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her und ich habe damals in Kärnten gearbeitet. Ich bin Osttiroler und bin jede Woche nach Kärnten gefahren, habe dort in meiner Wohnung, also eine kleine Penthouse-Wohnung mit Terrasse und 4 Meter daneben war das gleiche Gebäude, nochmal mit Terrasse. Und dort habe ich gewohnt und gegenüber war meine heutige Lebenspartnerin. Sie hat es aber nicht gewusst, dass ich da lebe und ich habe sie auch nie gesehen. Und einmal bin ich am Wochenende dann dort geblieben und habe dort jemanden im Bikini so vorbeihuschen gesehen, mehrfach. Und habe dann gedacht, ich muss mich jetzt mal bemerkbar machen. Habe ich auch getan und wir hatten dann geplaudert und zufälligerweise war ich dann nächste Woche wieder am Balkon auf der Terrasse und sie auch. Und wir hatten uns wieder getroffen. Nach den vielen Jahren, wo ich dort war, war das schon ein ziemlicher Zufall, dass wir uns da zweimal gesehen haben. Und da hat es begonnen zu regnen und ich habe sie nach ihrer Telefonnummer gefragt und die hat mich auch gleich bekommen. Und sie hat dann mit mir telefoniert längere Zeit und dann sagt sie, ich gehe morgen Schwammerl klauen, also will zu Glück, kommst mit. Und ich habe gesagt, ja, klar. Ich habe gedacht, auch sie will mich dann besser kennenlernen wahrscheinlich dann. Und was ich nicht gewusst habe, sie mag ganz so gerne Pilze pflücken und einen Schwammerlklauen in Kärnten. Und deswegen bin ich auch da wohl eingeladen worden, weil sie ist dann wirklich schnurstracks mit mir in den Wald rein und ist dann auch schon verschwunden und hat gemeint, du gehst da rechts drauf, ich links und wir sehen uns in einer Stunde wieder. Habe ich mir anders vorgestellt, aber war so die Strategie von ihr und am Ende nach einer Stunde sind wir zurückgekommen. Ich habe einen großen Rucksack mit. Das hat sie verwundert, von Beginn weg schon. Sie hat nicht gewusst, warum ich einen Rucksack brauche, sondern Schwammerl brauche. Und zu Hause angekommen habe ich gesagt, du nimm deine Schwammerl mit, wir gehen zu mir, wir kochen was Schönes. Und wie ich dann reinkomme, nehme ich den Rucksack ab, mache ihn oben auf und klappt das so Rucksack zurück und nehme ein Handtuch raus und drehe das so raus und kommt ein Glas Sekt raus. Ein zweites Handtuch, wieder ein Glas Sekt, stelle das so hin und dann großes Handtuch, noch einmal eine Flasche Sekt. So, und habe dann eingeschenkt und sie hat nur mal gesmiled, hat verstanden, wie man so ein Date auch machen kann, nicht nur Schwammerl klauen und ja, seitdem sind wir ein Paar. Ich habe viele Persönlichkeiten kennengelernt, aber was ich gerne mache ist, und das kann man, denke ich, auch mitgeben, es macht schon Sinn, ab und zu mal eine Biografie zu lesen von Menschen und auch zu sehen, was hat gut funktioniert, was geht manchmal auch daneben. Und da habe ich so wie Bücher gelesen von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der ist immer ganz konsequent, der ist mit Fleiß gemacht, der konsequent sich Ziele gesteckt hat. Und nicht nur Silvester sich aufgeschrieben hat, dass er weniger trinkt, raucht oder mehr Sport macht, sondern wirklich ganz konsequent und am Jahresendplan wirklich geschaut hat, habe ich meine Punkte erfüllt und was nehme ich mir für das nächste Jahr vor. Hat mich inspiriert, ja. Hat nicht immer funktioniert, vor 20 Jahren noch, jetzt ist besser. Dann hatte ich noch Obama zum Beispiel auch, aber auch Bush habe ich mir gekauft. Obama habe ich gern gelesen, hat mir gefallen. Bush, da bin ich eingeschlafen. Der junge Bush. Und ja, ich denke, da kann man sich viel mitnehmen. Und das mache ich auch gern, dass ich da reinlese und mitnehme, was ich vielleicht auch bei mir umsetzen kann. Ich finde es spannend, auch mal der Mensch dahinter zu sehen, weil als CEO hat man eine Rolle zu spielen. Man hat auch natürlich ein Unternehmen zu verantworten, auch die Entwicklung eines Unternehmens hat viel Personalverantwortung und muss auch für Erfolg streben, sonst funktioniert es ja auch nicht. Aber es sind alles Menschen im Hintergrund. Also jeder hat seine Familie, jeder hat seine vielleicht Haustiere, ist irgendwo aufgewachsen, so wie bei mir am Bauernhof in Osttirol auf 1500 Metern Höhe. Da kommt man aus anderen Gefilden oft auch und hat auch viel mehr gesehen, als die meisten vielleicht denken und hat auch, schätzt auch die Familie oder das Umfeld auch ganz anders, als man vielleicht wirkt als hier. Na, ich habe es kreativ gefunden, so wie ich die Lampe gesehen habe. So stellt man sich
sicher nicht vor einem Nachtkästchen, aber die Box rundherum finde ich ganz spannend und deswegen habe ich sie ausgewählt, weil ich es kreativ finde und weil ich gerne kreative Menschen mag. Ich mag gerne Menschen, wenn man sich trifft, die etwas erzählen, was ich nicht kenne, dass die viel gereist sind vielleicht oder auch aus ihrem Leben erzählen können. Das finde ich spannend, das finde ich inspirierend und deswegen auch ist die Wahl auf diese Lampe getroffen.